Mein Name ist Dr. Thomas Talaska. Ich bin Chefarzt der Krankenhaushygiene der GLG in der Stabsstelle Krankenhaushygiene. Und wir bearbeiten alle Themen, die mit Hygiene in der gesamten GLG zu tun haben. Hier im Werner-Vossmann-Krankenhaus, das ist ja sozusagen das Covid-Zentralkrankenhaus der GLG, gibt es eine Covid-Abteilung in einem separaten Haus, was Sie hinter mir sehen. Und in den anderen Abteilungen wird alles das noch gemacht, wofür die Kapazitäten des Werner-Vossmann-Krankenhauses ausgelegt sind. Also wo die Diagnostik gemacht werden muss, wo die technischen Voraussetzungen da sind, werden weiterhin ganz normal die Patienten betreut. Also beispielsweise Schlaganfall, Herzinfarkt, das geht alles weiter. Die Gynäkologie und Geburtshilfe ist auch in Betrieb. Es wird weiter entbunden hier im Haus. Da ist ein ganz normaler, regulärer Betrieb. Der normale Bürger, sage ich mal, der muss sich, wenn der Verdacht besteht, wenn er persönlich den Verdacht hat, sich an das Gesundheitsamt wenden. Und das Gesundheitsamt gibt dann Auskunft bzw. leitet dann auch weitere notwendige Maßnahmen ein. Zum Beispiel Quarantäne, Testung und Ähnliches. Das wird ausschließlich vom Gesundheitsamt gemacht. Die Kapazitäten für Corona-Patienten hier im Werner-Vossmann-Krankenhaus sind ausreichend, im Moment auf jeden Fall. Wir haben also noch Möglichkeiten, weitere Patienten aufzunehmen. Also wir haben insgesamt gesehen hier im WFK eine eindeutige räumliche Trennung. Sie sehen auf der rechten Seite die Gebäude, dort sind keine Corona-Patienten, während auf der linken Seite im Hintergrund dieses Gebäude mit dem Hubschrauberlandeplatz, das ist das Corona-Zentrum, die vier Stationen, die dafür ausgelegt sind, sind komplett abgesperrt, haben also keinen Kontakt mit den übrigen Abteilungen des Hauses. Wir haben in allen Häusern eine Besuchersperre. Das ist eindeutig, weil es ist ein zu großes Risiko, dass man sich damit noch zusätzlich Krankheitsfälle einschleppt. Und insofern gibt es nur wenige Ausnahmen. In der Kinderklinik darf ein Erwachsener ein Kind besuchen, beziehungsweise bei Schwerstkranken kann man auch Ausnahmeregelungen treffen. In der GLG sind ja 5 Häuser vertreten und das Werner-Vossmann-Krankenhaus ist sozusagen das Corona-Zentrum. Die anderen Häuser sind auch darauf vorbereitet, aber im Moment ist es so, dass also Patienten, die dort aufschlagen, in Prenzlau beispielsweise, in Angermünde, dann hierher verlegt werden oder aber auch je nach Landkreis kann es auch sein, dass die in die Uckermark, nach Schwedte, Asklepios verlegt werden. Ansonsten läuft der Normalbetrieb in den anderen Häusern weiter. Also hier haben wir eine ganz strikte Trennung. Dort haben wir auch eine Möglichkeit der Isolation, aber es wird geplant oder es ist geplant, dass also diese Häuser nicht dafür da sind, Corona-Patienten aufzunehmen, nur im äußersten Notfall, wenn alle Kapazitäten erschöpft sind. Also die GLG hat eine Homepage. Auf dieser Homepage sind seit Beginn der Corona-Pandemie immer die aktuellsten Daten drauf, auch bezogen auf die Häuser speziell und auch Hinweise vom Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut hat auch eine eigene Corona-Seite, wo man also taggleich immer die aktuellsten Ereignisse lesen kann, die aktuellsten Zahlen findet und auch die aktuellsten Verhaltensweisen nachschauen kann. Weil das ist alles im Fluss. Wir lernen dazu im Rahmen der Pandemie und da gibt es einfach relativ viele Veränderungen in kurzer Zeit.